Am Sonntagmorgen wurde Anton von eigenartigen hüpfenden Bewegungen neben seinem Bett geweckt. Er schlug die Augen auf und erblickte seinen Vater. Unglaublicherweise schien der am Fußende des Bettes Frühgymnastik zu betreiben. Warum weckst du mich so früh? Früh? Es ist fast 11. Gerade haben Mutti und ich beschlossen, dass wir den heutigen Sonntag mit einem zünftigen Trimm-Dich-Programm im Stadtpark beginnen werden. Ja, ich etwa auch. Aber natürlich. Du hast das am allernötigsten, das Trimmen. Oh nein. Oh doch. Du siehst nicht besonders frisch aus heute Morgen. Kein Wunder, dachte Anton. Gestern Abend hatte der kleine Vampir in einer Probestunde Herrn Schwartenfegers Programm gegen starke Ängste kennengelernt. Danach war der Vampir einfach davongeflogen und Anton hatte sich ganz allein auf den Heimflug machen müssen. Ziemlich erledigt war er in seinem Zimmer angekommen und todmüde ins Bett gefallen. Eigentlich hatte Anton den Morgen in seinem Bett verbringen wollen. Doch jetzt erschien auch noch seine Mutter im Zimmer. Was, Anton liegt noch im Bett? Unser Sohn ist heute nicht in Bestform. Eher in Bettform. Haha. Nun beeil dich mal ein wenig. Wir wollen nicht ewig auf dich warten. Und außerdem bin ich gespannt, wie dir der neue gelbe Trainingsanzug steht. Was? Teuer genug war er ja. Der neue Trainingsanzug? Siedend heiß fiel Anton ein, dass er seine Tüte bei Herrn Schwartenfeger vergessen hatte. Die Tüte, in der auch der neue Trainingsanzug steckte. Aber wie sollte er das seiner Mutter erklären? Den Trainingsanzug, den habe ich vergessen. Vergessen? Einfach vergessen? Und wo? Bei Jürgen. Bei Jürgen? Den Namen höre ich heute zum ersten Mal. Schon möglich. Anton lachte in sich hinein. Jürgen? Damit meinte er Herrn Schwartenfeger. Und den Vornamen des Psychologen hatte seine Mutter bisher vermutlich nur gelesen. Auf dem Schild vor seiner Praxis. Ist das ein neuer Mitschüler? Ein neuer Mitschüler? Nicht direkt. Nun, wer auch immer dieser Jürgen sein mag. Morgen Abend hängt der Trainingsanzug wieder hier, in deinem Schrank. So blieb Anton am nächsten Tag nichts anderes übrig, als nachmittags mit dem Fahrrad zu Herrn Schwartenfeger zu fahren. Dabei hatte er noch von dem Dauerlauf am Sonntag Muskelkater. Schlecht gelaunt kam Anton in der Praxis an. Zu seiner Verwunderung bestand Herr Schwartenfeger höchstpersönlich darauf, ihm die Tüte zu übergeben. Ich habe leider nicht viel Zeit. Drüben bei mir ist eine Patientin. Hier ist deine Tüte. Danke. Aber bevor ich wieder zurückgehe, möchte ich doch schnell erfahren, was Rudolf gesagt hat. Rudolf? Anton würde sich wahrscheinlich nie an den neuen Namen gewöhnen, den sich der kleine Vampir für den Psychologen zurechtgelegt hatte. Als Pseudonym. Was soll er denn gesagt haben? Na, über die Probestunde. Rudolf hat dir doch bestimmt erzählt, wie mein Programm auf ihn gewirkt hat. Mir? Nein. Hat er dir nichts darüber gesagt? Nein, weil er musste dann los. Ach, schade. Du kannst mir also nicht sagen, wie Rudolf sich entscheiden wird. Ob für oder gegen mein Programm. Nein. Ach, und gerade jetzt wäre es so wichtig, dass sich Rudolf für das Programm entscheidet. Jetzt, wo ich fast fürchten muss, dass mich Igno von Rand im Stich gelassen hat. Wie im Stich gelassen? Dreimal ist er schon nicht zur Therapie gekommen. Dreimal ist er nicht gekommen? Ja, und er hat auch nicht abgesagt. Glauben Sie, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte? Yes. Ich meine, wenn seine Sonnenphobie doch nicht richtig geheilt war und wenn er nur an die Sonne gegangen und verglüht ist. Oh, nein, das glaube ich nicht. So weit, wie Igno von Rand in dem Trainingsprogramm gekommen war. Aber vielleicht ist genau das der Grund. Vielleicht war Igno von Rand mit dem Erreichten schon zufrieden. Immerhin ist das Desensibilisierungsprogramm sehr anstrengend und es erfordert großes Durchhaltevermögen. Aber jetzt muss ich zu meiner Patientin zurück. Nur noch eine Bitte zum Schluss, Anton. Wenn du Rudolf wieder siehst, dann mach ihm Mut. Mach ihm ganz viel Mut. Verwirrt sah Anton Herrn Schwartenfeger nach. Mach ihm Mut? Wäre es nicht viel angebrachter, den kleinen Vampir zu warnen? Hoffentlich klopfte Rüdiger heute Nacht an sein Fenster. Aber der kleine Vampir kam nicht. Weder in dieser Nacht, noch in der darauffolgenden. Und auch Anna zeigte sich nicht. Anton wurde immer unruhiger.
Und schließlich war Samstag, der Abend, an dem Rüdiger seinen zweiten Termin bei Herrn Schwartenfeger hatte. Antons Eltern waren bei Freunden eingeladen. Als sie gegangen waren, öffnete Anton sein Fenster, setzte sich aufs Bett und schlug Werwölfe, die 13 besten Geschichten, auf. An einer besonders gruseligen Stelle hörte Anton plötzlich ein plumpsendes Geräusch auf dem Fensterbrett. Eine gelungene Landung. Hallo Anton. Hallo Rüdiger. Hey, ich dachte, du wärst längst fertig. Aber du hast ja noch nicht einmal den Umhang an. Ich wusste nicht, dass du so früh kommst. Früh? Sagtest du früh? aber du hast recht. Ich bin heute sehr flink gewesen bei der Nahrungsbeschaffung. Und nun bin ich ganz gierig darauf, endlich zu diesem Schwartenfeger zu kommen. Gierig? Habe ich gierig gesagt? Ich meinte natürlich begierig. Ich bin ganz begierig darauf, mit dem Programm anzufangen. Wir müssen vorher noch etwas besprechen. Besprechen? Und was? Also, der Vampir, der auch Patient bei Herrn Schwartenfeger ist, dieser Igno von Rand, er hat schon dreimal die Therapie ausfallen lassen. Und abgesagt hat er auch nicht. Na und? Er wird schon seine Gründe haben, dieser ranzige Igno. Und außerdem, was gehen mich deine Bekannten an? Erstens kenne ich ihn gar nicht. Und zweitens, es könnte mir etwas passiert sein. Etwas, das vielleicht mit dem Programm zusammenhängt. Mit dem Programm? Ja. Wenn Igno von Rand zu lange in der Sonne gewesen ist, dann... Was dann? Dann ist er möglicherweise verglüht. Verglüht? Das sagst du nur aus Eifersucht. Du willst mir das Programm verleiden, weil du eifersüchtig auf Olga bist. Ich? Auf Olga? Jawohl. Du hast Olga nie gemocht. Und jetzt, wo sie den weiten Weg von Wien hierher zu mir machen will, da überlegst du, wie du uns beide auseinanderbringen kannst. Nein. Oh doch. Noch nie hast du ein einziges nettes Wort über Olga gesagt. Und warum? Weil es dich ärgert, dass ich für Olga, nun, freundschaftliche Gefühle hege. Ich habe das wirklich nicht gesagt, um euch auseinanderzubringen. Ich wollte dich nur warnen, wegen Igno von Rand. Aber wenn du glaubst, dass ich gegen dich bin... Nicht gegen mich, gegen Olga. Ah, also gut, fliegen wir. Na endlich, und beeil dich. Ich möchte nicht durch deine Schuld zu spät kommen. Durch meine Schuld? Mhm. Ich will dir helfen und du... Ach, und dann geht der Vampir verloren. Doch dann musste sich Anton beeilen. Denn Rüdiger legte ein rasantes Tempo vor. So waren sie sogar ausgesprochen pünktlich. Genau um 21.30 Uhr drückte Anton auf den Klingelknopf von Herrn Schwartenfeger. Da seid ihr ja! Dabei hatte ich schon befürchtet, Rudolf könnte sich doch gegen die Therapie entschieden haben. Nein, nein, für. Das freut mich wirklich. Kommt doch herein. Danke. Wie bei der Probestunde führte der Psychologe Anton und Rüdiger ins Sprechzimmer. Dort ging der kleine Vampir diesmal ohne Umschweife auf den breiten Entspannungsstuhl zu. Er nahm Platz und begann merkwürdige Bewegungen mit den Armen zu vollführen, als hätte er einen Kursus im Schattenboxen besucht. Möchtest du uns etwas mit deinen Gesten zeigen, Rudolf? Wie zeigen? Es sieht sehr geheimnisvoll aus, was du da machst. Geheimnisvoll? Ich entspanne mich. Ach so. Herr Schwartenfeger kratzte sich am Kinn. Offensichtlich war es ihm peinlich, dass er Rüdigers Entspannungsübungen nicht als solche erkannt hatte. Aber gleich darauf hatte er sich wieder gefangen und begann mit dem Programm. Heute wirkte der kleine Vampir bei den Übungen viel konzentrierter und auch nicht mehr so ängstlich und verkrampft. Die ruhig und bestimmt vorgetragenen Anweisungen des Psychologen schienen auf den kleinen Vampir eine fast hypnotische Wirkung auszuüben. Und nun zählst du langsam rückwärts, beginnend bei 5. Und dann sagst du, ich fühle mich wohl, ich bin hellwach und munter und schlägst die Augen auf. 5. 4, 3, 1. Ich fühle mich wohl, ich bin hellwach und munter. Hey, ich bin tatsächlich hellwach und munter.
Ihr Programm ist ja fast so gut wie eine Blutauffrischung. Ich bin sehr froh, dass es so positiv auf dich wirkt. Mein anderer Patient, Igno von Rand, hat nach den ersten Sitzungen immer über Kopfschmerzen geklagt. Kopfschmerzen? Ein Fremdwort für mich. Es kommt eben immer auf den Kopf an, den man hat. Oder auf das Brett, das man davor hat. Von mir aus können wir noch ein paar Übungen machen. Aber ich möchte nicht, dass du dich allzu sehr anstrengst, Rudolf. Ach, ich bin es gewöhnt, dass man auf meinen Nerven herumtrampelt. Wenn man mit so einem wie Anton bekannt ist. Also, wenn du unbedingt willst, dann können wir jetzt noch ein paar Übungen mit den gelben Sachen machen. Das geht nicht. Wieso nicht? Ich, die Tüte mit den gelben Sachen, sie ist noch zu Hause in meinem Schrank. In deinem Schrank? Sag mal, wozu nehme ich dich überhaupt mit, wenn du ein Gedächtnis wie ein Schweizer Käse hast? Bloß noch mit mehr Löchern. Es tut mir leid. Es tut dir leid. Ist das alles? Durch deine Schuld bin ich um Wochen im Programm zurückgeworfen. Jawohl. Jetzt bist du aber ungerecht, Rudolf. Es kann doch schließlich jedem mal passieren, dass er etwas vergisst. Und im Übrigen sind wir auf die Sachen in der Tüte gar nicht angewiesen. Das wirst du gleich merken, Rudolf. Mit geheimnisvoller Miene öffnete Herr Schwartenfeger eine Schublade seines Schreibtischs. Aber nur ein Stück weit, sodass weder Anton noch Rüdiger sehen konnten, was sie enthielt. Du magst doch Musik. Klar. Dann hör mal ganz genau zu. Mhm. Gefällt dir die Musik? Ja. Sie ist genau richtig für mich und Olga. Du kennst das Lied? Nein, wieso? Es heißt, jeden Morgen geht die Sonne auf. Geht die Sonne auf? Ja, aber lass dich durch den Titel nicht beunruhigen. Achte nur auf die Musik. Möchtest du nun erfahren, woher die Musik kommt, Rudolf? Nein, aber hören will ich sie noch mal. Du wirst dir die Musik anhören können, so oft du möchtest. Herr Schwartenfeger lächelte geheimnisvoll. Er fasste in die Schublade und brachte eine runde Spieldose aus Plüsch zum Vorschein. Anton hielt den Atem an. Mit ihren gelben Zacken und dem aufgestickten, lachenden Gesicht stellte die Spieldose unverkennbar eine Sonne dar. Doch Rüdiger wirkte keineswegs erschrocken oder ängstlich. Eher verwundert und sogar ein wenig neugierig. Und dieses scheußliche gelbe Ding macht so schöne Musik? Ja, du brauchst sie nur aufzuziehen und schon spielt sie ihr Lied. Ganz allein für dich. Für mich allein? Aber Anton hört es doch auch. Wenn dir die Spieldose gefällt und wenn du sie haben möchtest, dann schenke ich sie dir. Sie geben die Musikdose weg? Einfach so? Nein, schenken bedeutet nicht einfach so weggeben. Ich würde sie dir schenken, weil sie dir helfen kann, deine Angst vor den Sonnenstrahlen zu überwinden. Ach, deshalb, jetzt verstehe ich. Wenn nur dieses eklige Gelb nicht wäre. Aber die Musik, die ist wirklich toll. Und Olga liebt Musik. Also, wenn es für die Therapie gut ist, nehme ich die Musikdose. Rüdiger ließ die Spieldose unter seinem Umhang verschwinden. Ihre Melodie summend verließ er das Sprechzimmer. Draußen schwang er sich in die Luft und entfernte sich mit raschen, kräftigen Armstößen. Dabei drehte er sich nicht ein einziges Mal nach Anton um. Anton beschloss, dem kleinen Vampir am nächsten Samstag gründlich die Meinung zu sagen. Doch als Rüdiger Samstagabend auf seinem Fensterbrett landete, war Antons Zorn längst wieder verraucht. Rüdiger hielt sich diesmal nicht mit einer langen Begrüßung auf. Kleine Schwestern können die reine Pest sein. Wie meinst du das? Wegen Anna werde ich jetzt zu spät zur Therapie kommen. Wegen Anna? Ist etwas passiert? Passiert, passiert. Es pressiert. Es was? Es eilt. Na los, zieh den Umhang an und komm. Und vergiss die Tüte nicht wieder. Ja, ja. Rasch streifte sich Anton den Vampirumhang über und schob die Tüte unter seinen Pullover. Als er neben Rüdiger herflog, hielt es nicht mehr länger aus. Was ist denn mit Anna? Ja, nur sein dämlicher Verehrer. Aber ein Verehrer? Anna hat einen Verehrer? Die doch nicht. Nein, Tante Dorothee. Aber Anna hat mir so lange in den Ohren gelegen, bis ich heute Abend mitgeflogen und mir diesen Verehrer angesehen habe. Du hast ihn gesehen? Und wie sieht er aus? Na, wie schon.
Ziemlich klein, ziemlich dünn. Vampirumhang, ölige schwarze Haare. Ölige schwarze Haare? Anton wäre vor Aufregung fast abgestürzt. Was hatte ihm Herr Schwartenfeger über seinen geheimnisvollen Patienten erzählt? Igno von Rand würde sich für eine Vampirdame interessieren. Schon damals hatte Anton dabei an Tante Dorothy gedacht. Und Igno von Rand hatte auffallend ölige Haare. Und er roch durchdringend nach Maiglöckchen. Und sonst ist dir nichts aufgefallen? Sonst? Oh, doch. Er ist einen Kopf kleiner als Tante Dorothy. Und deshalb muss er sich auf die Zehenspitzen stellen, wenn er ihr einen Kuss geben will. Und der Geruch, hat er nicht irgendwie ungewöhnlich gerochen? Vielleicht süßlich? Nein, er riecht fast so gut wie du jetzt. Wie ich? Dass der Miefgeruch in dem Umhang drin sitzt, ist ja wohl nicht meine Schuld. Miefgeruch? Ja, mein Onkel Theodor hatte seine ganz persönliche Duftnote. So richtig schön nach Schwefel und faulen Eiern. Armer Onkel Theodor, nur sein Duft ist ihm treu geblieben. Ja, wir sind da. Als Anton und Rüdiger das Sprechzimmer betraten, stand neben dem Schreibtisch eine Art Servierwagen. Darauf hatte Herr Schwartenfeger einen hohen, schmalen Kasten gesetzt. In diesem Kasten waren mehrere Röhren aus Glas, senkrecht nebeneinander befestigt. Was ist das? Das ist ein Lichtapparat. Ein Lichtapparat? Ja, es ist ein Schirm, der starkes Licht verbreitet, ungefähr so hell wie Tageslicht. Wie Tageslicht? Aber dann... Es ist doch nur künstliches Licht. Der Apparat kann dir überhaupt nichts anhaben, Rudolf. Woher wollen Sie das wissen? Ich weiß es aus Erfahrung. Mein anderer Patient, Igno von Rand, schwört auf die Wirkung des Lichtapparates. Tatsächlich? Ich hoffe, ihr habt die Sonnenbrille mitgebracht. Die Tüte. Hast du die Tüte? Ja, und hier ist die Brille. Wie sich dieses Ding schon anfühlt. So, und jetzt gehst du auf den Entspannungsstuhl. Meinetwegen. Und jetzt entspanne dich, Rudolf. Du bist ganz ruhig. Lässt deine Muskeln schön locker werden. Ganz locker. Mit der ekligen Brille in der Hand kann ich das nicht. Doch, du kannst es. Du wirst ganz locker. Und nun setz langsam die Sonnenbrille auf. Sehr schön. Du bist immer noch ganz entspannt, Rudolf. Du spürst die Brille kaum mehr. Sie ist da, aber sie stört dich nicht. Und nun wollen wir den Lichtapparat einschalten. Du wirst die Augen schließen und dich entspannen. Hast du die Augen geschlossen? Ja. Gut. Bleib ganz entspannt, Rudolf. Herr Schwartenfeger betätigte einen Schalter, der seitlich an dem Kasten angebracht war. Sekundenlang geschah nichts. Aber dann leuchteten die Glasröhren auf. Sie tauchten das Sprechzimmer in ein außerordentlich helles, durchdringendes Licht. Rüdiger saß vollkommen reglos da. Das Licht spiegelte sich schauerlich in den dunklen Gläsern seiner Sonnenbrille. Wie in einem Gruselfilm, den Anton einmal gesehen hatte. So, und nun öffnest du die Augen und blickst ganz entspannt in das Licht. Du bist ganz locker, ganz entspannt bist du. Und nun wandert dein Blick zum Licht. Ausgerechnet. Bleib sitzen, Rudolf. Bleib ganz ruhig und entspannt sitzen. Ich komme gleich wieder. Anton, du wirst am Telefon verlangt. Ich? Am Telefon? Ja, meine Frau hat das Gespräch in ihrem Büro angenommen. Komm. Ach so. Mit einem unsicheren Blick auf den kleinen Vampir verließ Anton das Sprechzimmer. Frau Schwartenfeger wartete im Flur auf ihn. Sie nickte Anton freundlich zu und führte ihn in ihr Büro. Dort wollte sich Anton gerade setzen, da fiel sein Blick auf das Telefon. Er erstarrte. Der Hörer lag nicht neben dem Apparat, sondern auf der Gabel. Setz dich, Anton. Das Telefon. Irgendjemand muss den Hörer aufgelegt haben. Ich werde es dir erklären. Du kennst doch das Programm gegen Phobien, das mein Mann entwickelt hat. Ja.
An diesem Programm hat mein Mann viele Jahre gearbeitet. Und nun, nach so langer, entbehrungsreicher Zeit, steht er endlich an der Schwelle. An welcher Schwelle? Ja, denn bald wird sich nun erweisen, ob sein Programm wirklich funktioniert. Und du, Anton, wirst uns hoffentlich dabei helfen. Der Anruf. Ich meine, wer wollte mich denn sprechen? Hör mir doch einen Moment zu. In dieser entscheidenden Phase, die nun begonnen hat, kommt es vor allem darauf an, dass mein Mann mit Rudolf unter den bestmöglichen Bedingungen arbeiten kann. Das verstehst du doch. Ja, aber... Genau, und deshalb sollte ich dich heute aus der Sitzung herausholen, damit du in meinem Zimmer das Ende der Stunde abwartest. Allerdings bin ich wohl etwas zu früh da gewesen. Jetzt begreife ich langsam. Das mit dem Anruf, das war nur ein Trick. Nein, so würde ich es nicht nennen. Rudolf muss lernen, dass er das Programm ganz allein schaffen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass du enttäuscht bist, Anton. Aber denk doch mal an Rudolf. Und wie schön das Leben für ihn sein wird, wenn er erst seine Angst vor den Sonnenstrahlen überwunden hat. Das Leben? Wie verloren, wie trostlos muss sein bisheriges Dasein gewesen sein. Fern vom Licht der Sonne. Verurteilt zu ewiger Dunkelheit. Glaub mir, wenn die Therapie gelingt, wird dir Rudolf sehr, sehr dankbar sein. Dankbar mir? Bestimmt. Möchtest du ein Bonbon? Nein. Oder ein Stück Schokolade? Nein, danke, kein Appetit. Na schön, dann bleiben wir hier sitzen und warten ab, bis Rudolf mit der Therapie fertig ist. Allzu lange kann es ohnehin nicht mehr dauern. Anton gab keine Antwort. Er hatte auf einmal so ein komisches Gefühl. Konnte sein Ausschluss von der Therapie nicht auch ganz andere Gründe haben? Vielleicht passierten im Sprechzimmer gerade schreckliche Dinge mit dem kleinen Vampir und er, Anton, hockte hier tatenlos herum. Die Stille erschien ihm auf einmal verdächtig. Und warum war die Tür zum Sprechzimmer so dick gepolstert? Anton wurde immer unruhiger und nervöser. Endlich hörte er im Flur Schritte. Wie erlöst, sprang Anton auf, lief zur Tür und riss sie auf. Rüdiger! Anton stockte. Der kleine Vampir trug immer noch seine Sonnenbrille und wirkte recht mitgenommen. Was ist mit deinen Augen? Nichts. Nichts? Und die Brille? Die Sonnenbrille gefällt Rudolf so gut, dass er sie gar nicht mehr absetzen möchte. Ein riesiger Erfolg! Ganz außergewöhnlich. Ich bin wirklich stolz auf Rudolf. Hat denn alles geklappt? Ja, wunderbar. Aber nun ist Rudolf sehr müde. Sehr müde nicht. Immerhin bin ich bekannt für meine starken Nerven. Es heißt, ich hätte Nerven wie Sargtaue. Ach, tatsächlich? Warst du wirklich damit gemeint? Du kannst es wohl nicht ertragen, wenn jemand über mich mal was Nettes sagt, wie? Ohne dich war die Sitzung tausendmal besser. Ich konnte mich richtig gut konzentrieren. Keiner hat mit mir rumgestritten oder mich durch blöde Bemerkungen abgelenkt. Und damit du es weißt, in Zukunft werde ich ganz auf deine Begleitung verzichten, Anton Bonsack. Das nächste Mal werde ich allein zu Herrn Schwarzenfeger gehen. Jawohl! Damit drehte sich der kleine Vampir um und verschwand im Hausflur. Herr Schwartenfeger beeilte sich, ihm zu folgen. Innerlich vor Wut kochend, ging Anton hinter den beiden her. Wie ein Trottel kam er sich vor. Er machte sich Sorgen um den kleinen Vampir. Und was tat der? Er ließ ihn fallen, sobald sich eine Gelegenheit dazu ergab. Als Anton die Haustür erreichte, traf er nur noch Herrn Schwartenfeger an. Der Psychologe war offensichtlich in Hochstimmung. Das war eine ganz außerordentliche Sitzung. Eine Sitzung, die zu großen Hoffnungen Anlass gibt. Tatsächlich? Und ich bin jetzt wohl abgemeldet. Abgemeldet? Aber nein, du bist doch im gewissen Sinne sogar die Hauptperson. Ich? Wohl kaum. Gute Nacht. Anton, du hast die Tüte vergessen. Doch Anton marschierte einfach weiter. Was interessierten ihn jetzt noch das Sonnenöl, die gelben Socken, das Stirnband? Der kleine Vampir war undankbar. Und treulos. Anton presste die Lippen aufeinander. Nach dem, was heute Abend passiert war, sollte er da wirklich den Vampir noch als seinen Freund ansehen? Ziemlich erschöpft kam Anton zu Hause an. Als er in seinem Zimmer landete, begann plötzlich Musik zu spielen. Rüdiger! Offenbar hatte der kleine Vampir eingesehen, wie eklig er sich benommen hatte. Vielleicht wollte er wieder gutmachen, was eben passiert war.
Doch seltsamerweise sagte der Vampir gar nichts. Rüdiger? Plötzlich lief es Anton kalt den Rücken hinunter. Im Zimmer blieb es still und dunkel. Nur die Spieldose war zu hören. Auf seinem Bett aber saß eine regungslose Gestalt. Sie hatte sich den schwarzen Vampirumhang über das Gesicht gezogen. Wer ist da? Rüdiger? Nein. Anna, ich dachte, es wäre Rüdiger. Das habe ich gemerkt. Weißt du, die Spieldose, ich dachte, sie gehört Rüdiger. Tut sie ja auch. Aber ich habe sie mir ausgeliehen. Und ich habe mir auch einen Text zu der Musik ausgedacht. Aber wenn du immer nur an Rüdiger denkst, willst du meinen Text bestimmt nicht hören. Oh doch. Rüdiger und ich, wir sind nicht mehr befreundet. Jedenfalls nicht mehr richtig. Ach, wirklich? Das macht nichts. Also gut, es geht los. Jeden Abend steht die Anna auf in des Friedhofs schauerlicher Runde. Und die schöne Scheue Anton Stunde, jeden Abend nimmt sie ihren Lauf. Nun, wie fandest du meinen Text? Jeden Abend ist wohl etwas übertrieben. Wir haben uns seit mindestens 2 Wochen nicht mehr gesehen. Allerdings. Aber in der letzten Zeit war reichlich viel durcheinander bei uns. Was denn? Hat Rüdiger dir nicht erzählt, dass seine Olga zurückkommt? Wie? Es ist gar kein Gerücht. Leider nein. Aber diesen Nachtragenden, Richard, den Nachtragenden, den gibt es doch in Wirklichkeit nicht, oder? Und ob es ihn gibt? Er hält die Verbindung unter den verschiedenen, über ganz Europa verstreuten Vampirsippen aufrecht. Und so wie es aussieht, wird Olga in 4 bis 5 Wochen hier eintreffen. Oh nein. Oh, das kannst du laut sagen. Und dann noch dieser neue Verehrer von Tante Dorothee. Ein grässlicher Langweiler ist das. Und ich muss fast jede Nacht mitgehen und mir anhören, wie er bei Tante Dorothee sein süßes Holz raspelt. Du musst mitgehen? Ja, als Anstandsdame. Als was? Kennst du den Ausdruck nicht? Eine Anstandsdame ist eine Aufpasserin, die über Sitte und Anstand wachen soll. Worüber soll sie wachen? Na, darüber, dass Tante Dorothee eine ehrbare Witwe bleibt. Oh, wenn du wüsstest, wie öde es ist, Anstandsdame zu sein. Nacht für Nacht sitzen die beiden auf der Parkbank und gurren und schniebeln wie die Tauben. Und anschließend gehen sie stundenlang spazieren. Stell dir vor, Anton, 2 Vampire, die immer nur spazieren gehen. Oh. Ach, zum Glück ist in den nächsten 2 Nächten Lumpi dran. Dracula sei Dank. Auch als Anstandsdame? Nicht unbedingt als Dame. Aber wir haben doch noch gar nicht über den eigentlichen Grund gesprochen, weshalb ich hier bin. Es geht um das Programm. Um das Programm? Ja, Rüdiger hat da so vielversprechende Andeutungen gemacht. Und jetzt überlege ich, ob ich das Programm nicht vielleicht doch machen möchte. Da du nun mal kein Vampir werden willst. Nein. Also, deshalb habe ich mir gedacht, wenn du nicht so werden willst wie ich, sollte ich vielleicht versuchen, so zu werden wie du. Du wie ich? Ja, durch das Programm. Falls es wirkt, können wir viel öfter zusammen sein. Wir würden gemeinsam zur Schule gehen. 1000 Dinge könnten wir tun. Meinst du, ich könnte auch mal eine Probestunde machen, so wie Rüdiger? Bestimmt. Aber lieber würde ich am Anfang nur zuschauen. Glaubst du, das wäre möglich? Ich müsste Herrn Spatenfeger fragen. Wart mal, da fällt mir etwas ein. Rüdiger hat am nächsten Samstag wieder seine Therapiestunde. Wir, du und ich, wir könnten dann ja zu Herrn Spatenfeger fliegen und erstmal von außen zugucken. Wie von außen? Wir könnten durchs Fenster gucken. Ach, durchs Fenster. Oh ja, das machen wir. Voller Freude sprang Anna auf.
Sie umarmte Anton und gab ihm einen Kuss, einen Hauch von einem Kuss. Dann flog sie mit plötzlich geröteten Wangen davon. Am nächsten Samstag machten sich Anton und Anna gemeinsam auf den Flug zu Herrn Schwartenfegers Haus. Zu ihrem Glück lag das Sprechzimmer des Psychologen im Erdgeschoss. Bald hatten sie das richtige Fenster entdeckt. Es hatte durchsichtige Tüllgardinen und unter ihm befand sich ein gemauerter Vorsprung. Anna und Anton setzten sich nebeneinander hin und spähten ganz bequem in das Zimmer. Ich sehe Rüdiger, aber er liegt und hat die Augen geschlossen. Glaubst du, er ist in Ohnmacht gefallen? Das ist nur eine von Herrn Schwartenfegers Entspannungsübungen. Ist das nicht unheimlich, was dieser Psychologe alles mit ihm anstellen könnte? Und Rüdiger ist ihm hilflos ausgeliefert. Aber Herr Schwartenfeger will doch nur sein Programm an Rüdiger ausprobieren. Er würde Rüdiger nie etwas tun. Und dir natürlich auch nicht. Meinst du? Ja. Wozu soll das Liegen denn gut sein? Rüdiger war doch den ganzen Tag im Sarg. Wahrscheinlich spricht der Schwartenfeger mit ihm. Oder er liest ihm etwas vor. Er liest ihm vor? Und das soll helfen? Vielleicht ist es eine Geschichte über die Sonne. Über die Sonne? Dann würde Rüdiger garantiert nicht so ruhig da liegen. Vielleicht doch. Das ist ja gerade das Besondere an dem Training. Dabei wirst du nach und nach mit Dingen zusammengebracht, die dir Angst bereiten. Wenn du dann ganz entspannt bist, machen sie dir plötzlich keine Angst mehr. Was passiert denn nun? Rüdiger beginnt sich auszuziehen. Guck ich hin! Hm? Wieso nicht? Weil ich nicht will, dass du die schäbigen Sachen siehst, in denen wir rumlaufen müssen. Aber daran denke ich doch gar nicht. Es ist nur wegen der Therapie und weil ich wissen muss, wie es mit dem Programm weitergeht. Aber dann drehte Anton doch den Kopf weg, Anna zuliebe. Als er wieder hinsah, hätte er um ein Haar aufgeschrien. Mit bloßen, erschreckend weißen Beinen lag der kleine Vampir auf dem Entspannungsstuhl. Seine Füße steckten in den gelben Wollsocken, die allerdings mindestens eine Nummer zu groß waren. Dazu trug Rüdiger noch das gelbe Stirnband. Kein Vampir sollte gelb tragen. Aber es ist doch nur wegen der Sonnenphobie. Und Rüdiger macht ein ganz zufriedenes Gesicht. Ja, zufrieden sieht er aus. Wahrscheinlich denkt er an Olga. Sprich nicht von Olga! Schlimm genug, dass sie bei dir sein wird. Was ist das? Das ist der Lichtapparat. Und wozu braucht man dieses schrecklich grelle Licht? Aua! Rüdiger muss eine Zeit lang hineinsehen. Durch die Sonnenbrille natürlich. Damit sich seine Augen an helleres Licht gewöhnen. Aber ich habe keine Sonnenbrille. Du wirst eine bekommen, wenn du die Therapie machst. Und jetzt habe ich das Licht auch gesehen. Durch die Scheibe. Aber meine Augen waren völlig ungeschützt. Ich hätte dich vor dem Lichtapparat warnen sollen. Ja. Aber ich habe einfach nicht dran gedacht. Tun deine Augen schon weh? Ich weiß nicht. Nein. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Und ich kann mich auch noch ganz deutlich sehen. Ich könnte dir auch eine Sonnenbrille kaufen. Mir? Ja, für den nächsten Samstag. Oh. Falls wir dann auch herkommen und Herr Schwartenfeger wieder mit dem Lichtapparat arbeitet. Das wäre schrecklich lieb von dir. Ich muss nämlich nachsehen, ob Lumpi auch tatsächlich seinen Dienst tut. Lumpi? Etwa wieder als Aufpasser bei Tante Dorothee und ihrem Verehrer? Allerdings, wir haben getauscht, Lumpi und ich. Eigentlich sollte ich heute Abend wieder als Anstandsdame hinter Tante Dorothee herdackeln. Aber dann hätte ich nicht mit dir zu Herrn Schwartenfeger fliegen können. Ich will nur hoffen, dass Lumpi sich nicht einfach davon gemacht hat, so wie beim letzten Mal. Weißt du denn, wo sie sind? Sie wollten zum Wasserturm. Im Erdgeschoss ist ein Lokal. Zur verliebten Kastanie heißt es. Was? Ach. Sie sitzen in einem Lokal? Nein, nicht im Lokal. Sie sitzen draußen, eben bei der verliebten Kastanie. Komm, ich zeig's dir. Unternehmungslustig flog Anna voran. Anton folgte ihr zögernd.
Bald hatten sie ein kleines Wäldchen erreicht. Dort war auf einer kleinen Anhöhe der Wasserturm. Draußen vor dem Turm standen Tische und aus der geöffneten Tür kam Schlagermusik. Anna steuerte einen Kastanienbaum an und landete in seiner Krone. Hast du sie schon entdeckt? Ja, sie sitzen an dem Tisch, der abseits von den anderen steht. Und Lumpi, sitzt er mit am Tisch? Nein, er sitzt zwei Tische weiter. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Etwas stimmt nicht? Hm. Glaubst du, er könnte uns entdeckt haben? Nein, den Eindruck macht er nicht. Er hat seinen Kopf auf den Tisch gelegt und wenn mich meine Ohren nicht täuschen, schnarcht er. Ach, dieser pflichtvergessene Bursche. Er schnarcht? Ja, aber nicht mehr lange. Dafür werde ich schon sorgen. Willst du ihn etwa wecken? Hm? Rüdiger sagt, dass Dumbi immer ganz wild wird, wenn man ihn beim Schlafen stört. Diesmal wird er ganz friedlich sein. Schließlich ist er im Dienst eingeschlafen. Komm! Anna breitete ihren Umhang aus und lautlos schwebte sie zu Boden. Anton folgte ihr zögernd. Hinter einer dichten Rosenhecke machten sie Halt. Nur wenige Schritte entfernt war der Tisch, an dem Lumpi saß, oder besser, auf dem sein Kopf lag. Ganz deutlich vernahm man sein Schnarchen. Ein Stück weiter waren zwei dunkle Gestalten zu erkennen, die ihre Köpfe zusammensteckten. Eine große, ziemlich massige und eine kleinere, dünnere. Sind das Tante Dorothee und ihr Verehrer? Ja. Merkt Tante Dorothee denn gar nicht, dass Lumpi schläft? Natürlich merkt sie das. Aber das passt ja doch prima in den Kram. Ein Aufpasser, der schläft, anstatt auf die Einhaltung von Sitte und Anstand zu achten. Und später geht sie dann zum Familienrat und beschwert sich. Ich hatte mit Lumpi getauscht und Lumpi hatte die ganze Zeit nur geschnarcht. Das ist ja hinterlistig. Allerdings. Aber dieser Verehrer ist noch viel hinterlistiger. Er ist dermaßen hinterlistig, dass er nun sogar versucht, sich bei uns einzunisten. Was, bei euch? Ja. Stell dir vor, er hat Tante Dorothee einen Heiratsantrag gemacht. Nein. Doch. Falls sie ja sagt, will er mit in unsere Gruft einziehen. Und nicht nur das. Er möchte ihren Mädchennamen annehmen. Mädchenname? Na, Tante Dorothee ist eine Geborene von Schlotterstein. Verwitwete von Schlotterstein Seifenschwein. Und dieser Raspelhalmi will nun auch von Schlotterstein heißen. Er hätte keine innere Beziehung mehr zu seinem eigenen Namen, hat er gesagt. Ach, wirklich? Ist der Name denn so schlimm? Schlimm? Ranzig, total ranzig ist er. Ranzig? Ja, Igno von Rand heißt er nämlich. Tante Dorothees Verehrer war also tatsächlich der geheimnisvolle Patient von Herrn Schwartenfeger. Anna lachte noch immer. Entsetzt sah Anton, wie die beiden Gestalten am Tisch die Köpfe herumdrehten. Misstrauisch blickten sie in ihre Richtung. Da ist doch was im Busch. Wahrscheinlich sind es Kaninchen. Kaninchen? Ja, bestimmt. Kaninchen, die Hochzeit halten. Oh. Wie wir beide auch bald, meine Liebe. Kaninchen sind es nicht. Eher könnte ich mir vorstellen, dass es mein vorwitziger Neffe ist. Was? Hat uns deine Familie etwa noch einen Aufpasser hinterhergeschickt? Gerade habe ich drei Grabkreuze gemacht, dass der Lausebengel dort endlich eingeschlafen ist. Und schon kommt der Nächste? Die Nächste! Zu Antons Bestürzung lief Anna um die Rosenhecke herum. Mit entschlossener Miene ging sie auf Tante Dorothee und Igno von Rand zu. Du? Ja, ich wollte nachsehen, ob Lumpi auch wirklich seinen Dienst tut. Reichlich spät. Ha? Ein Aufpasser, der schnarcht, dass einem die Ohren dröhnen, das ist wohl kaum im Sinne des Familienrats. Außerdem ist es mir äußerst peinlich vor Herrn von Rand. Was hattest du eigentlich so Wichtiges vor, dass du mit Lumpi tauschen musstest? Ich wollte mich nach einem Geschenk umsehen. Ein Geschenk? Ja, für euch beide als Hochzeitsgeschenk.
Geschenk. Oh, als Hochzeitsgeschenk. Dann soll Anna die frohe Nachricht auch als Erste erfahren. Findest du nicht auch, Igno? Doch, doch. Herr von Rand und ich haben uns zu einer, wie sagt man so schön, Ehe auf Probe entschlossen. Auf Probe? Jawohl. Eine Ehe auf Probe ist heute allgemein üblich, damit man sicher sein kann, dass man auch im normalen Allnächtlichen einerlei zusammenpasst. Ach so. Für den lieben Herrn von Ranz wird es ohnehin eine große Umstellung werden. Immerhin lebt er schon sehr, sehr lange allein. Und ihr drei, Lumpi, Rüdiger und du, seid auch nicht gerade eine Bereicherung. Genau. Na, wenn es so schwierig für Herrn von Rand ist, warum ziehst du denn nicht zu ihm, Tante Dorothee? Misch dich nicht in Dinge ein, von denen du nichts verstehst. Aber wenn du bei Herrn von Rand einziehst, habt ihr doch eure Ruhe. Ich meine, vor uns, vor Lumpi, Rüdiger und mir. Hast du nicht gehört? Steck deine Nase nicht in Angelegenheiten, die dich nichts angehen. Die mich nichts angehen? Zufällig wohne ich auch in der Gruft Schlotternstein. Leider, wie man wohl sagen muss. Leider? Ich glaube nicht, dass meine Brüder das auch so sehen würden. Und meine Mutter, Hildegard die Durstige, und mein Vater, Ludwig der Fürchterliche, erst recht nicht. Und meine Großmutter, Sabine die Schreckliche, und mein Großvater, Wilhelm der Wüste, hängen an mir, weil ich die Jüngste der Familie bin. Eher würden meine Verwandten auf sie verzichten, als ich nur von Rand. Das musst du missverstanden haben, Anna. Oh nein. Herr von Rand wollte nur einen Scherz machen, nicht nur mein lieber Igno. Ein Scherz? Ich pflege nicht zu scherzen. Och, manchmal doch. Sag meiner kleinen Nichte, dass es nicht so gemeint war, sonst gibt es noch böses Blut, ehe meine Verwandten dich überhaupt kennengelernt haben. Böses Blut? Inwiefern? Wenn Anna schon jetzt die Familienmitglieder gegen dich, gegen uns aufbringt, wäre das sehr ungünstig. Vielleicht werden meine Verwandten dann gar nicht mehr richtig warm mit dir. Und deshalb möchte ich, dass ihr Freunde werdet. Du und meine kleine Nichte. Wir sollen Freunde werden? Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe sogar schon eine Idee, wie. Ach, tatsächlich? Du liebst doch hübsche Kleidung. Kann sein. Ich weiß es von deiner lieben Tante. Ja, ja. Und ich weiß auch, dass ihr beide deswegen schon des Öfteren Streit hattet. Allerdings, Tante Dorothee erlaubt mir noch nicht mal das Spitzenkleid anzuziehen, das ich in der Ruine entdeckt habe. Na ja, ich fand es nicht standesgemäß. Aber nun, seit ich Herrn von Rand kenne, man kann doch wohl seine Meinung ändern, oder? Du hast deine Meinung geändert? Und ich darf das weiche Spitzenkleid wirklich anziehen? Nicht nur das. Wir werden uns jetzt alle drei zu mir begeben und dort werde ich dir etwas sehr Hübsches zeigen. Und mit diesem Hübschen soll unsere Freundschaft beginnen. Ist es etwas zum Anziehen? Das wird nicht verraten. Lass dich einfach überraschen. Mich überraschen lassen? Komm jetzt. Belaste die gerade jetzt aufkeimende Freundschaft zu Herrn von Rand nicht dadurch, dass du trödelst. Komm ja schon. Anna warf Anton einen raschen, bedauernden Blick zu. Dann folgte sie Tante Dorothee und Igno von Rand. Anton sah den drei dunklen Gestalten nach. Tante Dorothees Verehrer war also wirklich der geheimnisvolle Patient von Herrn Schwartenfeger. Und jetzt bot sich die Gelegenheit, seinen geheimen Unterschlupf kennenzulernen. Mit klopfendem Herzen schlich Anton den Vampiren nach. Bald erreichten sie eine Gegend, die verlassen und wie ausgestorben wirkte. Vor einer alten Villa blieb die Dreiergruppe plötzlich stehen. Auch dieses Haus stand vermutlich schon lange leer. Fenster und Türen im Erdgeschoss waren mit dicken Brettern vernagelt. Die Mauern waren vom Alter schwarz geworden. An der Hauswand hing eine rostige Tafel mit der Aufschrift »Villa Rheinblick«. Die Vampire verschwanden im Hausinnern.
Vorsichtig schlich sich Anton näher. Auf einmal hörte er Stimmen. Sie klangen seltsam dumpf, als kämen sie aus einem Gewölbe herauf. Die Vampire mussten in den Keller gegangen sein. Und du möchtest dir wirklich nicht das Hübsche ansehen? Doch, aber nur wenn sie mitkommen, allein gehe ich nicht nach oben. Warum sagst du eigentlich sie zu dem lieben Herrn von Rand? Sag doch du. Ja, genau. Nenn mich einfach Onkel Igno. Ich werde es mir überlegen. Die kleine Anna traut sich nicht alleine. Goldig, richtig goldig. Mich nicht trauen. Das ist nicht wissen. Ich heiße Anna die Mutige. Wenn du so mutig bist, warum gehst du dann nicht alleine nach oben? Warum? Weil sie sich hier viel besser auskennen und weil ich keine Lust habe, mir den Kopf zu stoßen oder den Fuß zu verstauchen. Deshalb. Aber heißt es nicht, dass ihr genauso scharfe Augen habt wie Nachteulen? Wer ihr? Von wem sprechen Sie überhaupt? Von euch. Von eurer Familie. Ihr von Schlottersteins. Ihr habt doch diese berühmten scharfen Augen. Wir haben ganz normale Augen, wie alle anderen Vampire auch. Wie alle nicht. Herr von Rand zum Beispiel hat nicht so rote Augen. Leider. Ach, was ist denn mit seinen Augen? Ihr Öl ist ein wenig nachtblind, der arme liebe Herr von Rand. Das kommt in den besten Vampirkreisen vor. So. Ach, ich habe noch nie von einem Vampir gehört, der nachtblind gewesen wäre. Herr von Rand ist eben nicht so wie die anderen. Und gerade das schätze ich an ihm. Du kannst jetzt die Taschenlampe einschalten, mein Lieber. Ja, meine Liebe. Und dann geht schon voraus, ihr beiden. Ja. Ich will sicherheitshalber noch einen kurzen Blick nach draußen werfen. Aus dem Keller war plötzlich ein Rumoren zu hören. Voller Schrecken machte sich Anton davon. Es wurde ein langer und anstrengender Heimflug. Müde und wie zerschlagen erreichte Anton endlich sein Zimmer. Mit einem tiefen Seufzer ließ er sich auf sein Bett fallen. Er wollte sich nur einen Moment ausruhen. Du schläfst in Schuhen? Was? Ich wollte mich nur eine Sekunde ausruhen. Du siehst richtig zum Verlieben aus, wenn du schläfst. Und, wie gefall ich dir? Verschlafen musterte Anton Anna. Sie trug ein langes Kleid aus einem seidig glänzenden, rosafarbenen Stoff. Es passte erstaunlich gut. Wahrscheinlich war es ein altes Kinderkleid. In dem Kleid sah Anna aus wie eine Kleiderpuppe, fand Anton. Das war nicht die Anna, die er kannte und mochte. Du siehst fein aus. Und etwas fremd. Fremd, ja, das stimmt. Wenn man dieses tolle Kleid mit den Lumpen vergleicht, die ich sonst anziehen muss. Herr von Rand hat übrigens noch andere hübsche Sachen. Er hat einen riesigen Schrank, zu dem besitzt nur er den Schlüssel. Im Erdgeschoss? Du weißt von dem Schrank? Ja, weil ich bin euch bis zum Haus nachgegangen. Du bist uns nachgegangen? Ja, aus Sorge, weil ich dich mit diesem Igno von Rand nicht allein lassen wollte. Sorge würde ich das nicht nennen. Eher Eifersucht. Eifersucht? Ja. Auf wen denn? Na, auf wen wohl? Aber keine Angst, ich habe die Geschenke von Onkel Igno nicht angenommen. Onkel Igno? Vorhin warst du dagegen, Onkel zu sagen. Vorhin? Stell dir vor, Onkel Igno hat mir auch noch eine Goldkette und zwei Ringe schenken wollen. Aber ich habe sie mir nur ausgeliehen. Ja, sieh mal. Ich, aber auf mich wirkt es wie Bestechung. Bestechung? Oh, Anton, deine Eifersucht ist rührend, richtig rührend. Rührend? Dein Onkel Igno hat doch Probleme mit den Augen. Vielleicht hat er sich die Augen an Herrn Schwartenfegers Lichtapparat verdorben. An Herrn Schwartenfegers Lichtapparat? Ja, Igno von Rand ist nämlich der geheimnisvolle Patient von Herrn Schwartenfeger. Anton, du siehst ja vor lauter Eifersucht Gespenster.
so, glaubst du? Ich habe ihn aber wiedererkannt. Oh, wiedererkannt? Ja, er ist mir nämlich einmal in der Praxis von Herrn Schwartenfeger begegnet. Und wenn schon, warum sollte Onkel Igno nicht auch Stunden bei Herrn Schwartenfeger nehmen? Hm? Aber verstehst du denn nicht? Wenn es da einen Zusammenhang gibt zwischen Igno von Rands sonderbarer Nachtblindheit und dem Lichtapparat, dann seid ihr, Rüdiger und du, genauso gefährdet. Ja, wenn. Aber das lässt sich leicht herauskriegen. Und nun musst du dich umdrehen, Anton. Umdrehen? Wieso? Weil du mich mit dem tollen Kleid in Erinnerung behalten sollst und nicht mit meinem alten, schäbigen Vampirumhang. Anton verkniff sich eine spitze Antwort. Schließlich musste er Anna so bald wie möglich wiedersehen. Bis dahin aber wollte er schon einmal auf eigene Faust Erkundigungen einziehen. Zuerst in der Villa Rheinblick. Doch als Anton am nächsten Morgen in den Badezimmerspiegel sah, durchfuhr ihn ein eisiger Schreck. Um seinen Mund herum waren Dutzende roter Pünktchen. Windpocken. Antons Freund Henning hatte sie seit einer Woche. Damit würden Antons sämtliche Pläne über den Haufen geworfen. Aber eine Chance hatte Anton noch. Seine Eltern durften einfach nichts merken. Zuerst hielt Anton sein Gesicht unter kaltes Wasser. Anschließend bearbeitete er die Mundpartie mit dem Handtuch. Auf der krebsrot angelaufenen Haut fielen die Pünktchen gar nicht mehr auf. Danach ging Anton zögernd zum Frühstückstisch. Sag mal, Anton, hast du etwa meinen Rasierapparat ausprobiert? Wie kommst du denn darauf? Nur weil dein Kinn so rot ist. Das kommt vom kalten Wasser. Was, du wäschst dich mit kaltem Wasser? Das wäre ja ganz neu. Tja, habe ich aus dem Fernsehen. Kaltes Wasser hält die Haut länger jung. Solltest du vielleicht auch mal versuchen. Ach, wirklich? Wissen die beim Fernsehen auch ein Mittel gegen Windpocken? Gegen Windpocken? Ja, wenn mich nicht alles täuscht, sind diese roten Flecken an deinem Mund Windpocken. Na, jetzt werd doch nicht gleich so blass. Windpocken sind eine harmlose Kinderkrankheit. Richtig. Und was dich sicher freuen wird, du darfst eine Woche lang nicht zur Schule gehen. Was, eine ganze Woche? Hm, vielleicht auch noch länger. Windpocken sind nämlich sehr ansteckend. Aber jetzt legst du dich erstmal ins Bett und dann messen wir Fieber. Was du vor allem brauchst, ist Ruhe. Ruhe. Davon werde ich ja wohl in den nächsten Tagen mehr als genug haben. Antons Augen füllten sich mit Tränen. Er ging zurück in sein Zimmer, legte sich ins Bett und zog sich die Bettdecke weit über den Kopf.